Ja, Mädel, Leute, der 2. Juni, der hat es mal wieder in sich die letzten Jahre. Fangen wir im Jahre 2013 an. Rainer Winkler auf Gameplay Zone erstellt. Ja, toll. Dann im Jahre 2017. Ach, das Webarchiv von der Drachenchronik ist echt langsam. Ja. Das Drachengeschichtenforum. Rainer eröffnet ein zweites Forum unter die URL werde ich nicht nennen, mit dem Namen Drachengeschichten, welches auch heute noch abrufbar ist. Das Forum ist kurioserweise Stand Juni 22 weiterhin online und erreichbar. Im Forum veröffentlicht Rainer auch eine neue Drachengeschichte namens Beginn der Zeit. Das werde ich euch nicht vorlesen. Ekelhaft. Ja, im Jahre 22, Hater vor Gericht, Geld und Freiheitsstrafen. Eine Agenturmeldung über insgesamt 10 Verfahren gegen Hater im Mai 22 macht die Runde. Dabei seien neben Geldstrafen und Verfahrenseinstellungen auch ein Urteil mit einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung gefallen. Jetzt muss ich mal gucken, Pressemitteilung vom Amtsgericht. Strafverfahren, ja, wegen Körperverletzung und ja. Unglaublich, wie schnell da die Behörden aus Bayern reagiert haben, aber beim Rainer nicht. Dann im Jahre 23, Kurztrip nach Frankreich. Rainer fährt am Abend mit einem Flixbus von Nürnberg nach Frankreich. Am nächsten Tag streamt er aus Avignon vom Busparkplatz aus. Er lädt einige TikToks hoch, die seine Reise begleiten. Rainer fährt direkt wieder zurück nach Deutschland und wird am 4.6.23 in Nürnberg entdeckt. Gerichten zufolge wurde seine SIM-Karte und seine EC-Karte Online-Banking während seines Aufenthalts in Avignon von Hatern gesperrt. Gemäß seinen eigenen Angaben war seine SIM-Karte nie gesperrt und die Bankkarte bloß defekt. In einem späteren Stream vom 23.06.23 behauptet Rainer, die Hater haben SIM- und EC-Karte sperren lassen. Ja, lass er sich mal wieder selber verraten. Also, Metal of Leute.